Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Frau Lange, Frau Kollegin Lange, ich glaube, es ging ja in der heutigen Debatte um die Frage der Ehrenbürgerschaft Paul von Hindenburgs und nicht so sehr um die Frage, hat Ihnen meine letzte Rede gefallen oder hat sie Ihnen nicht gefallen. Im Übrigen würde ich Ihnen empfehlen, schauen Sie noch mal ins Protokoll und gucken Sie genau hin, was ich gesagt habe. Schauen Sie genau hin, wenn Sie schon nicht mal in der Lage sind, zwischen SPD und CDU zu unterscheiden. Dass die Christdemokraten zum Teil verärgert waren, kann ich nachvollziehen. Dass Sie sich jetzt diese Jacke anziehen, ja, bitte, Ihre Sache. Ansonsten möchte ich nur daran erinnern, ich hatte es ja zitiert, hören Sie bitte wenigstens hin, wenn der Vorredner spricht. Ich hatte zitiert am 27. Frau Fugmann-Hesing in ihrer Rede von diesem Pult am 27. März 2003. Am 27. März 2003 begründete Frau Fugmann-Hesing, Sie können das im Protokoll dieses Hauses nachlesen, wenn Sie mir nicht über den Weg trauen, da drüben ist die Bibliothek. Am 27. März 2003 begründete Frau Fugmann-Hesing die Ablehnung des Antrages der Grünen durch die Fraktion der SPD. Die CDU verhielt sich damals ähnlich, also stringent, so wie heute. Wir redeten für die Annahme dieses Antrages und wir haben uns auch entsprechend verhalten. Das war zur Zeit von Rot-Rot. Wir waren gemeinsam in einer Koalition. Und das ist, glaube ich, auch der einzige Punkt, wo wir uns anders verhalten hatten, als es die normalen, auch heute gültigen Absprachen in einem Koalitionsvertrag vorsahen. Wir haben für die Abschaffung der Ehrenbürgerwürde Paul von Hindenburgs auch schon zu rot-roten Zeiten gestritten. Gekniffen haben Sie. Das ist die Wahrheit und der Wahrheit muss Gerechtigkeit verschafft werden.